So goodbye, Carolina Road. Well, I remember in my hometown, I met a pretty girl there. Well, I remember in my hometown when I met a pretty girl there. Der Beginn des Zeitalters der Fotografie, der bildlichen Erinnerung, hat in den letzten 200 Jahren unser Denken und unsere Welt verändert. Die Erfindung der Ferrotypie durch den US-Amerikaner Hamilton L. Smith 1856 machte die Fotografie zu einem noch populäreren Medium. Bei diesem Verfahren wurden bildhafte Darstellungen auf Metallplatten hergestellt. Dank der niedrigen Produktionskosten und der Beständigkeit des verwendeten Materials wurde es in den USA für niedrigere Einkommensschichten erschwinglich und war für Porträtaufnahmen sehr beliebt. Das führte zu einer starken Verbreitung dieser Technik. Im späten 19. Jahrhundert wurden Ferrotypien erstmals nicht mehr ausschließlich von Fotografen gemacht, sondern auch von Fotoautomaten auf Jahrmärkten. Der Direktbelichtungsprozess machte diese Bilder zu unverwechselbaren Unikaten, denn sie sind nicht reproduzierbar. Allerdings hatte das Verfahren auch Nachteile, die Aufnahmen waren aufgrund des besonderen Herstellungsprozesses seitenverkehrt und die Bildoberfläche konnte Rost ansetzen. Die meisten dieser Fotos gibt es nicht mehr, erhalten gebliebene Originale berühmter Persönlichkeiten, wie etwa von Billy the Kid, können heutzutage für äußerst hohe Beträge gehandelt werden. Say goodbye, Carol.